Ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben für diese kurze Yoga-Sequenz für Beautiful Beine. Diese Einheit richtet den Fokus darauf, eine Verlängerung und Entspannung der Rückseite der Beine zu gewinnen. Gerade durch unsere moderne Gesellschaft, durch den sitzenden Alltag, neigen wir chronisch zur Verkürzung in der Beinrückseite. Nun lassen Sie uns einfach diese Nachwirkung von einem ganz langen, schlanken Muskel in dieser Beinrückseite genießen. Es geht in dieser Praxis auch um die Erfüllung, die innere Erfüllung, unser Sankalpa, die Absicht. Heute komme ich meiner Erfüllung immer näher. Nun rollen Sie die Matte aus und machen Sie sich bereit, es kann losgehen. Herzlichen Glückwunsch, Sie nehmen sich Zeit für sich. Unsere heutige Einheit, Beautiful Beine für innere Erfüllung. Wir beginnen in der Rückenlage Shavasana. Ganz bewusst einfach mal ankommen, sich wohlfühlen. Heute arbeiten wir mit den Beinen. Gerade das Thema Hüftearbeit aktiviert ja emotional Gelegenheit, um Wut loszulassen. Wenn wir an den Beinen arbeiten, hat es auch etwas mit Mut zu tun. Mut, einen Schritt zu gehen. Mut, über uns hinauszuwachsen, aus der Komfortzone herauszugehen. Und genau darum geht es auch mal, Mut zusammenzusammeln, um ihren eigenen Erfüllungen noch näher zu kommen. Und das wäre auch unser heutiger Gedanke, unser Mantra. Heute komme ich meiner Erfüllung noch näher. Und das Mantra hierzu, Icha Shakti Nama. Was ist denn die Natur Ihrer inneren Erfüllung? Es ist wichtig, dass Sie dies für sich verstehen, damit Sie dies auch stärker in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben spüren, die Präsenz entstehen lassen, spürbar machen. Und die Kunst, dahin zu kommen, heißt einfach nur, den gegenwärtigen Moment zu leben. Das ist der Schritt dorthin, um Ihre authentischen Sinnhaftigkeit in ihrem Leben zu integrieren, um die Bedeutung von Zufriedenheit zu einer Realität in ihrem Alltag zu spüren, sodass ihr Bewusstsein in ihnen ruhen darf und empfänglich ist und offen ist für alles, was das Leben so mit sich bringt. Sie tauchen ein in eine innere Kreativität. Ihr Herz und ihr Verstand profitiert durch diese Offenheit und ermöglicht es ihnen zu verstehen und zu fühlen, was sie in jedem Moment tun müssen für ihre innere Erfüllung. Sie tauchen ein in eine innere Intuition, ein Gefühl des Wissens, was die Sinnhaftigkeit, ihr Zweck und ihre persönliche Erfüllung angeht. Und so wird ihnen dann in jedem Moment vollkommen klar, dass das, was sie jetzt tun, genug ist und dass es richtig ist. Und einzig allein nur deshalb, weil sie hier und jetzt in der Gegenwart sind. Heute komme ich meiner Erfüllung immer näher. Icha Shakti Nama. Nun tief einatmen, Weite im Herzen, ganz viel Länge im Rumpf, Krone nach eine Richtung, Steißbein in die andere. Wirbelsäule lang, ausatmen, Bauchnabel nach innen und das rechte Bein anheben. Wenn Sie nicht an Ihr Fuß kommen oder an Ihr Bein ganz entspannt herankommen, können Sie gerne ein Handtuch um den Fuß wickeln. Ansonsten schnappen Sie sich Ihr Bein entweder an der Kniekehle, an der Wade oder mit den ersten drei Fingern den großen Zeh schnappen. Einfach prüfen, was jetzt passt. Rumpf ganz lang, unten abgelegt und nun das Bein ganz lang gestreckt. Das linke Bein ist oben und die Ellenbogen, Schultern und Kopf unten abgelegt, ganz entspannt. Das andere Bein nun lang strecken oder gebeugt, wie es passt. Und wir bleiben jetzt ganz entspannt in dieser Haltung zum Atmen. Einfach so ein bisschen die Dehnung spüren und genießen. Sich erden. Die Beinrückseite ist immer geschmeidiger. Ganz tief einatmen. Und beim Ausatmen
Und nun das Bein mal in einer Rotation überkreuzt mal ablegen. Sobald die Hüfte vom Boden hochkommt, dann einfach wieder zur Mitte mit der freien Hand. Einfach noch diese Rotation. Das Bein ist überkreuzt in der Länge. Nochmal ganz tief einatmen. Zur Mitte. Und nun Hand wechseln. Und jetzt mal in die andere Richtung. Jetzt einfach jetzt so ein kleines bisschen weiter in die andere Richtung den Twist. Das eine ist die Öffnung, das andere in die Rotation. Einfach nur so ganz kurz eine kleine Geschmeidigkeit. Und nun beim Einatmen wieder zur Mitte, einfach so weit, wie es gerade passt. Und lösen. Nun Beinwechsel. Das gehobene Bein absetzen, Fußsohle nach unten. Und jetzt entweder mit dem Handtuch fassen oder am Beinbeuger oder an der Wade oder am Fuß fassen. Ellenbogen sind am Boden, Schultern sind am Boden, Doppelkinn, langer Hals. Und das untere Bein vielleicht sogar strecken, wie es passt. Ganz tief einatmen, Länge und genießen. Ganz geschmeidig. Spüren Sie die Beinrückseite. Und jetzt nun sanft überkreuzt das Bein mal rotieren. Beide Hüfte bleiben tief und einfach mal so weit die Rotation jetzt passt, einfach mal bewegen. Bleiben Sie ganz zentriert, aber trotzdem in dieser Rotation. Beide Schultern sind entspannt, die Hüfte ist gerade, Kiefer gelöst. Einatmen, Bein zur Mitte und Hand wechseln mit dem Handtuch, wenn Sie eins haben. Und dann mal in die andere Richtung. Mal öffnen. Tief ein und aus. Spüren Sie, wie weit Sie jetzt hineintauchen möchten in diese Öffnung. Einatmen und ausatmen. Einatmen nochmal zur Mitte beim Beugen und das Handtuch, wenn Sie eins haben, zur Seite positionieren. Und nun beide Beine zum Himmel und so eine kleine rollende Bewegung zurück, wie so ein Flug. Und dann nach vorne in die sitzende Position. Über den Schneidersitz, Hände auf dem Boden, in den herabschauenden Hund. Und mal ganz langsam lassen Sie sich Zeit. Hier mal mit der rechten Ferse, mal die linke Ferse, nach unten schieben, diese Länge spüren. Sie haben sich ja schon ein bisschen vorgedehnt in der Rückenlage, mit der Beinrückseite. Und jetzt mal die Beine beugen und etwas strecken. Beugen, strecken, Steißbein, Himmel. Blick zu den Füßen oder zum Bauchnabel. Und nun beim Einatmen, Blick nach vorne zu den Händen, langer Rücken. Und wir laufen nun in die Vorbeuge, Uttanasana. Hier die Beine etwas beugen, die Ellenbogen fassen. Und ganz, ganz weich, Beine gelöst, Blick zu den Schienbeinen. Und einfach mal da so ein bisschen runterhängen lassen. Spüren Sie und genießen Sie trotz Beugung die Streckung der Beinrückseite. Steißbein nach oben, Sitzbeinhöcker zum Himmel. Und nun einatmen und beim Ausatmen Fingerkuppenboden, Rücken lang und zwei große Schritte zurück oder mehrere kleine für den herabschauenden Hund Adho Mukha Svanasana. Und jetzt rechtes Bein zum Himmel, linke Ferse tief, rechter Fuß nach vorne zwischen die Hände in den Ausfallschritt und langsam die Fußspitzen zum breiten Mattenrand und langsam hochkommen in die stehende Position. Fußaußenkante nach unten schieben, ganz viel Länge, Krone, Himmel, Hände an die Taille. Einatmen, Weite im Herzen,
Blick zum Himmel und beim Ausatmen über den langen Rücken nach unten in Prasarita Padottanasana. Die Fingerkuppen nach unten unter die Schulter, Ellenbogen durch die Beine, Krone nach unten strahlen, Kopf einfach mal so ein bisschen hin und her schwanken, ganz entspannt, ganz bewusst. Das Gewicht in die Füßen, in die Zehen. Und mal ganz bewusst. Aktiv durch die Hände nach unten. Einatmen, langer Rücken, gerader Rücken. Ausatmen in die Vorbeuge, tief. Prasarita. Einatmen und wieder gerade Rücken, Blick nach vorne. Ausatmen, Krone tief. Einatmen, nochmal langer Rücken, Hände an die Hüfte, wieder hochkommen und ganz langsam und achtsam wieder nach vorne kommen und in die Hocke und hinsetzen. Und jetzt können Sie gerne mit dem Handtuch gefaltet unter die Hüfte positionieren. Die Beine mal ganz lang strecken in Dandasana. Gerade Rücken, Krone, Himmel, steiß tief, Weite im Herzen. Gerade in der sitzenden Position mit den Beinen nach vorne lang gestreckt, hat man am Anfang, wenn man mit der Yoga-Praxis beginnt, noch ganz viele Verkürzungen und man sitzt da gar nicht gerade. Und deswegen kann man hier dieses Handtuch unter die Hüfte positionieren, sodass man in die Aufrichtung kommt. Also gerade wenn ich jetzt ein paar Wochen lang keinen Yoga praktiziere, spüre ich schon die Einengung der Beinrückseite in der rückwärtigen Kette. Und deswegen einfach zu Beginn, wenn Sie möchten, etwas unter die Hüfte positionieren, sodass Sie sich wirklich im Rücken aufrichten und nicht ganz so in diesem Katzenbuckel sitzen müssen. Nun Brustbein anheben, Rücken lang, auch mal so. Die Hüfte ein bisschen mobilisieren, ganz bewusst auf die Sitzbeinhöcker spüren, dass sie da sitzen. Ganz viel Länge im Rumpf. Tiefe Atmung. Und nun das rechte Bein, Fußsohle, Knie strahlt wie ein Pfeil nach oben. Und beim Ausatmen Fußsohle nach innen an den Oberschenkel, Knie nach außen, wie ein halber gebundener Winkel. Wirbelsäule ganz lang, Hände auf die Oberschenkel positionieren, Weite im Herzen und beim Ausatmen mit einem langen Rücken einfach so weit nach vorne falten, wie Sie möchten, wie es für Sie passt. Vielleicht können Sie immer weiter nach vorne falten. Wahrnehmen, wie die Hüfte hinten ganz gerade ist. Wichtig ist, dass der Rücken ganz gerade ist. Bauch führt die Bewegung nach vorne. Tiefe Atmen. Aus dem Mundraum ausatmen. Aus dem Herzen einatmen, wieder hochkommen. Rechtes Bein nach oben, Knie strahlt hoch und das rechte Bein wieder lang strecken und die Beine ein bisschen ausschütteln. Linkes Bein beugen, Knie eng und auch hier wie so ein halber gebundener Winkel. Sitzbeinhöcker wahrnehmen, wie sie geerdet sind. Einatmen, Rücken lang und ausatmen nach vorne. Tiefe Atmung, einatmen, Krone, Himmel, ausatmen mit den langen Rumpf, nach vorne falten. Entweder an den Oberschenkel, an den Knien oder immer weiter. Hier müssen wir uns nicht nach vorne falten mit dem runden Rücken, sondern wirklich Ego ein bisschen zur Seite legen und die Länge im Rumpf halten. Ganz viel Länge, ganz viel Raum. Bei der nächsten Einatmung Rumpf wieder aufrichten.
und beim Ausatmen wieder zur Mitte. Und wir kommen nun in den Schneidersitz Sukhasana. Ein Moment der Wahrnehmung, ein Moment spüren, wie sie sich fühlen nach dieser Einheit. Es ist so wichtig, wirklich zu erkennen, was es von Unterschied gibt, nachdem sie praktiziert haben. Wie fühlen sie sich? Wie fühlt sich ihr Körper an? Denn umso deutlicher sie hier erkennen, wie wohltuend ihre Yoga-Praxis für sie ist, desto weniger wird der innere Schweinehund bei der nächsten Einheit zu Beginn sagen, ach nö. Umso bewusster freuen sie sich auf ihre Einheit. Erinnern sie sich nochmal an ihrem Mantra des heutigen Tages. Heute komme ich meiner Erfüllung immer näher. Icha Shakti Nama. Nehmen Sie wahr, dass Sie sich Zeit für sich genommen haben, für Ihre beautiful Beine, für Ihre innere Erfüllung. Einatmen, die Arme über die Seite gefächert, nach oben, Blick zu den Händen. Handflächen zueinander, zur Stirn. Icha Shakti Nama. Einatmen, nochmal Fülle im Herzen. Handflächen zum Brustbein. Namaste, ein herzliches Dankeschön von mir dafür, dass Sie sich die Zeit für sich genommen haben. Namaste. Wunderbar, wie war die Einheit? Lass es mich in den Kommentaren wissen, wie du dich gefühlt hast. Mich interessiert natürlich auch, woher du kommst, beziehungsweise wo du heute praktiziert hast. Denke daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich werde dir weiterhin neue kostenlose Erlebnisse zukommen lassen. Wenn du mein Lieblingsprogramm 9 Wochen Yoga Online Retreat kostenlos genießen möchtest, findest du unten in den Beschreibungen den kostenlosen Zugangscode. Als allererstes einfach mal herzliches Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit mit mir auf der Matte genommen hast. Namaste.